Ja. Und Rückwärtssalto. Salti. Also, ja. Gibt immer so ein Problem bei mir mit Plurals. Ich sag immer, es heißt Salti, weil ich bin ziemlich lateinorientiert. Das ist eine scheiß Grafik hier, muss ich echt sagen. Warum ist Hyrule City so undetailliert? Texturen sind total... Und dagegen die Personen stechen voll raus. Und dann guckt euch mal den Boden an. Verwaschen und total christlich und nicht schön. Ich glaube, hier gibt es auch noch eine Secret Scene. Ich glaube es. Ich weiß es nicht. Hier sieht man Seitenstraße. Ist denn nicht normalerweise mal da? Okay, Moment, kann man die Tür öffnen? Ich will da rein. Ich will doch nur da rein. Nö, kann man nicht. Okay, schade. Kann man die Pötte da kaputt machen? Ne, das sind Texturen. Was machst du unter der Ecke? Du, ich rede mit dir, Will. Hey, was ist? Was ist schlimm daran, den Tag über rumzuhängen, Kleiner? Was willst du? Ja, der sah mir schon ziemlich leicht aggressiv aus. Okay, ich brauche nur noch einen Song. Einen Song. Einen einzigen Song. Fraget mich nicht, wo ich den spielen soll. Oder wo ich den lernen soll. Wahrscheinlich lerne ich den auch von Sheik im Laufe. Ich kann mich natürlich auch mit Rubin hier voll prasseln lassen, indem ich hier reingehe. Hallo Wache, na, wie geht's Ihnen so? Ganz gut? Wie die Date übrigens die Töpfe sind, soll das etwas heißen? Dass Töpfe das Wichtigste in Zelda überhaupt sind? Ja. Hallo Wache. Na, wie geht's Ihnen so? Oh, hat noch mehr mitgenommen, als ich dachte. Oh, so viele Rubine. Oh mein Gott, ich bin so reich. Es scheint hier nur grüne Rubine zu geben, oder? Okay, noch ein grüner. So viele gibt es hier gar nicht. Aber man darf es genügend nennen. Okay. So, ab genau dieser Cutscene holt jetzt die Wache seinen Kleber, ihren Kleber raus. Die Wache, genau. Im Femininum. Und alle Töpfe sind wieder da. Hallo Wache. Hier macht es doch sicher nichts aus. Was sagst du denn dazu? Mann, ist mir langweilig. Oh, er will sogar, dass wir ihn werfen. Ja, ich find's immer doof. Ich will immer den Text überspringen, weil ich an den B drücke, einmal, überspringt er den gesamten Text. Und das könnte später etwas nervig werden. Weil ich versuch's immer zu überspringen, da ich auch keinen Bock habe, irgendwie ganz viel Text vorzulesen und vor allen Dingen interessiert es mich nicht, was die labert. Ich meine, wir sind der Held von Hyrule, wir sprechen selbst nicht. Wie ist der Name? Oh, er ist also Link. Ich habe nichts gesagt. Na und? Okay. Hyrule Stadt wirkt hier noch etwas freundlicher über generell. In dieser Zeit, sonst hat allerdings dieser Link wenig an sich. Ich mag diese hochgepitchten Sound nicht. Ja, nicht ehrlich. Ich mag nicht, dass sein Schild weit zu groß ist für seinen ganzen anderen Körper. Der Schild ist fast so groß wie Link selber. Übrigens habe ich gelernt, dass Link gerade in diesem Alter 12 ist. 12. Mit 12 war ich 1,60. Wenn wir mal hier vergleichen, der ist halb so groß wie der Typ. Der ist vielleicht 1,30 Meter? Ungefähr Tommy-Größe. Entschuldigung, Tommy. Falls du weißt, was... Wenig meiner. Ja. So, hier. Der Brunnen. Ist noch ein Brunnen. Er ist nämlich noch mit Wasser vollgelaufen. Wie auch immer man daraus. Ach ja, das ist immer eine Leiter. Ja, Navi, was willst du denn? Dieser Dämon, der kann man sein. Lass uns mal das hingehen in den Brunnen, der voller Wasser ist. Nein. Ich mache hier so eine Quest. Nämlich. Hat der ja gesagt, wir hätten ein Lied gespielt.
Und um die Zeitformel hier zu bewahrheiten, warum eigentlich Fragezeichen? Ich meine, es ist eine Windmühle. Ich mag es, im Rhythmus dieser Mühle Musik zu machen. Das macht riesen Spaß. Ich liebe Musik, ich liebe diese Mühle. Ich will selbst einmal etwas komponieren. Vielleicht eine Melodie, die von der Mühle oder vom Wind erzählt. Ja! B. So, anvisieren. So. Ist es dir so recht, liebes Spiel? Ja, ich hoffe es. Ja, die war überhaupt nicht klar, dass man... Es regnet in die Mühle rein. Oh Gott! Wie kann man einen so schönen Sound verschandeln? Warum regnet das in die Mühle rein? Warum regnet das in die Mühle rein? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Es regnet in den Brunnen rein und das Wasser fließt ab. Das Gewicht des Regens. Und trotzdem prallt der Regen auf dem Loch des Brunnens ab. Njaum! Rollercoaster. Bitte am richtigen Moment aussteigen. Das ist eine sehr schöne Melodie. Huch, jetzt geht es aber doch zu schnell. Tja. Okay, was auch immer wir verändert haben. Aber wunderschönes Lied, muss ich sagen. Klappe. Ja, hier der unfreundliche Link. Das könnte wehtun. Egal. Wir sind Link. Oh, ne, tut nicht weh. Wir rollen gegen die Wand. Tut nicht weh. Okay. Und rein da. Grund des Brunnens. Wahrscheinlich ist es so ein Nebendungeon wie diese Eishöhle oder sowas. Riechen. Oder da? Oh, einen Moment mal, bitte. So, wieder da? Ja, eine übergroße Skulptur, nicht nochmal. Nee, die ist nicht übergroß, oder? Okay, Stunt und tot. Was? Hilfe. Hä? Stunt, mal wieder. Die Masterschwert wäre sie mit einem Schlag tot. Aber wir haben kein Masterschwert. Was willst du mir sagen? Abi. Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüstern mir zu: Suche nach dem Auge der Wahrheit. Toll. Und wie geht's hier weiter? Ich mach mal Hammer-Test hier. Können wir vorstellen. Ja. Nee, doof. Was willst du mir? Warum? Moment. Da sind komische Linien auf der Wand. Ich meine nicht die Ziegellinie, sondern ich sehe die ganz fein, dass da Linien sind. Lass mich raten. Okay. Danke an den Grafikglitch. Okay, nächste Wand. Lass mich raten, ich muss alles absuchen. Also absuchen. Ich glaube, wir kriegen das Auge der Wahrheit auch erst in diesem Teil des Spiels, von daher weiß ich nicht. Okay, eine Kiste. Mit einem Schlüssel. Toll, toll. Ja, ich würde gerne wieder raus. Muss testen. Okay, hier wird nichts sein. Halt! Ah, hier geht's rein. Öffnen! Wow. Okay. Boomerang. Ich möchte den Teil jetzt gerne erstmal beenden. Und das mache ich auch, nämlich mit diesem Plus drücken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.